Es ist auffällig, dass Progressisten, Reformkatholiken, feministische Theologen und solche Leute Maria ablehnen. Sie mögen die Marienverehrung nicht, sie finden, Maria wird übertrieben dargestellt, es ist alles zu viel des Marianischen. Wenn sie ganz moderne Kirchen sehen, werden sie kaum Marienbilder sehen, Marienstatuen. Sie sagen, der Rosenkranz ist ein Gebet für Kinder. Die ganze Marienandacht, das ist alles irgendwie kindisch und sentimental und so weiter. Das ist natürlich alles Quatsch, ja. Das stimmt alles überhaupt nicht. Aber es wird immer wieder behauptet, nun zuletzt in diesem Artikel, und zwar in katholisch.de, das ist das offiziöse Organ der Deutschen Bischofskonferenz, ein Artikel, Maria muss wieder menschlicher werden. Ja, und dieser Artikel sorgt für großes Entsetzen in einer ganzen Reihe von Internetseiten, Blogs, und auch in YouTube. Ich verlinke unten zu einigen, wo dieser Artikel groß kommentiert wird. Ich werde diesen Artikel hier nicht kommentieren, weil das haben dankenswerterweise schon andere getan. Also zum Beispiel im christlichen Forum hat das ein Professor Dr. Udo Hildenbrand gemacht, ein Theologe offenbar. Und er hat das auch sehr gut gemacht. Dort können Sie das eigentlich lesen. Das ist dann deshalb belasse ich das da. Ich will nur eigentlich hier überlegen, warum diese Abneigung gegenüber der Mutter Gottes seitens diesen ganzen Feministen und diesen ganzen Progressisten. Ja, denn eigentlich müssten die ja sogar dankbar sein. Die müssten ja sagen, ja, ist doch toll, dass die katholische Kirche eine Frau, ne, wir reden ja heute von Gleichberechtigung und die Rolle der Frau und so weiter. Und das wird ja gerade erfüllt von der Mutter Gottes. Und zwar, sie ist in der lauretanischen Litanei, wird sie bezeichnet als oder angerufen als Königin der Engel. Wer kann das schon von sich behaupten? Königin der Patriarchen, Königin der Propheten, Königin der Apostel, Königin der Märtyrer, Königin der Bekenner, Königin der Jungfrauen, Königin aller Heiligen. Unglaublich, ist das nicht vielleicht zu viel, ist das nicht übertrieben hier? Alle Heiligen, sie ist die Königin aller Heiligen. Etc., etc. Ja, wenn Sie zum Beispiel andere Texte lesen, zum Beispiel das Goldene Buch von Heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort, wie sie da bezeichnet wird, wie sie da gelobt wird, das ist einfach unglaublich. Also die Kirche ist voll des Lobes für Maria, eine Frau. Trotzdem wird sie abgelehnt von den ganzen Progressisten. Ja, sie mögen eigentlich Maria nicht. Ja, sie wird aus diesen ganzen Kirchen möglichst vorausgenommen. Es gibt kaum Marienbilder, kaum Statuen. Und in den schönen alten Kirchen ist es voll von marianischen Darstellungen. Warum ist das so? Und zwar ist es ganz einfach. Diese ganzen Leute machen im Grunde eine ganz einfache Sache. Sie übernehmen eine revolutionäre Ideen der Welt und wollen sie in der Kirche einführen, um praktisch die Kirche von innen aus zu revolutionieren. Ja? Und der Geist dieser revolutionären Ideen, ich meine jetzt Gender, Feminismus, diese ganzen Geschichten, ja, ist nichts anderes als der Hochmut. Ja, diese ganze Idee der Selbstbestimmung, ja, das ist ja praktisch die Mode-Idee unserer Zeit. Alles, jeder muss selbstbestimmt sein, ja, jeder muss irgendwie selber als, definieren, was er ist. Sogar seine Geschlechtlichkeit definiert jeder für sich selbst. Also nichts ist von ihm, von Gott gegeben, sondern jeder Mensch macht sich selbst. Das ist eine Radikalisierung dieser Idee der Selbstbestimmung. Ja, das ist die Idee und das ist dahinter ist im Grunde genommen der Hochmut, weil im Grunde genommen ist es eine Ablehnung der Natur, es ist eine Ablehnung von Gott, es ist eine Ablehnung von Gottes Schöpfung und Gottes Ordnung. Und wenn man sagt, das lehne ich ab, denn ich will meine eigene Ordnung machen, ich will meine eigene Natur definieren, was ich bin. Und es ist nicht Gott, der gesagt hat, wer ich bin, sondern ich sage, wer ich bin. So, und Maria, die Mutter Gottes, ist genau das Gegenteil davon. Denn sie ist erstens sicher Frau, ja, sie ist demütig, ja, und weil sie demütig war und ist, wurde sie von Gott auserwählt, die Mutter des Heilandes zu werden. Das sagt die Mutter Gottes sogar selbst.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Und diese Demut, ja, diese Annahme der Ordnung, die Gott gegeben hat, das ist in perfekter Weise in Maria, Mutter Gottes, wiedergespiegelt. Wenn wir Maria verehren, verehren wir sie, weil sie Mutter Gottes ist, ganz klar Theotokos. Also das ist ihre ganze Rolle in der Christenheit, in der ganzen Ordnung des Heils, kommt aus der Tatsache, dass sie eben die Mutter des Heilandes ist. Ja, und das ist ein Privileg, welches niemand hatte, außer Maria, niemand sonst. Ja, aber warum wurde sie ausgewählt, ist vor allem, weil sie eben so demütig ist. Und die Demut zeigt sich eben in der Annahme des Willen Gottes. Ja, das heißt, sie unterwirft sich Gott. Ja, sie versteht Gott, sie erkennt Gott. Ja, sie erkennt den Willen Gottes und sagt, ja, das ist das Richtige, das ist das Gute, das ist das Einzige, was überhaupt Sinn macht in diesem Leben. Und diese Demut war sie fähig zu praktizieren. Und wegen dieser Demut wurde sie auch gewählt, ja, und von Gott, um die Mutter des Heilandes zu sein und dann eben dadurch auch die Mutter der aller Menschen. Sie kennen ja die bekannte Stelle Jesus am Kreuz, wo er sozusagen dem Apostel Johannes seiner eigenen Mutter übergeben hat und sagt, siehe hier deine Mutter, siehe da dein Sohn. Ja, und damit heißt sie praktisch, alle Menschen sind sozusagen Kinder der Mutter Gottes geworden, im spirituellen Sinne natürlich. Ja. Und das ist eigentlich das, was die ganzen Progressisten nicht mögen, weil im Grunde ist es, dass sie zeigt, es ist die Demut, durch die man Dinge erreicht. Es ist die Demut, durch die man die Gnaden, die Geschenke Gottes bekommt. Und es ist eben nicht durch Geschichten wie die Selbstbestimmung, ja, oder durch Revolte gegen die Ordnung, Revolte gegen das Naturrecht, Revolte gegen den Glauben, Revolte gegen das Lehramt der Kirche. Ja, das müssen wir alles ändern, das ist irgendwie alles schlecht, ja, das ist diskriminieren und so weiter. Man erreicht die Sympathie sozusagen Gottes durch Demut, und wir sind ja nicht demütig, leider, wir sind alle Sünder, aber indem wir das Beispiel Marias folgen, dadurch werden wir eben demütiger werden, oder zumindest wird Gott sagen, okay, du bist es nicht, aber weil du Maria folgst oder Maria verehrst, dann werde ich dir trotzdem eben beschenken mit den Gnaden, die ich für dich bereit habe. So, und diese ganze Idee der Unterwerfung, ja, der Annahme des Willen Gottes, das können offensichtlich diese ganzen modernen Katholiken, ja, die völlig für Demokratie in der Kirche und sexuelle Revolution und das können die nicht ab. Und deshalb ist auch die Marienverehrung heutzutage auch so wichtig. Denn die Marienverehrung ist genau das Antidot gegen die Tendenzen, die dabei sind, die Kirche zu zerstören. Das heißt, wir müssen immer Maria ganz in den Vordergrund tun, denn damit erstens tun wir auch den Heiland Jesus Christus in den Vordergrund, ja, wir machen ihn dadurch wichtiger, denn dort, wo Maria ist, ist auch Jesus, wo Jesus ist, ist auch Maria, aber vor allen Dingen ist sie ein Bild, sie ist ein Beispiel von der Demut, von der Annahme des Willen Gottes, ja, und das ist genau das, was wir heute brauchen, ja, wenn die Menschen den Willen Gottes annehmen würden, zum Beispiel die 10 Gebote, dann würden diese ganzen Probleme, die wir heutzutage sehen, diese ganzen Krisen aufhören. Ja, und vor allen Dingen würden diese ganzen Krisen, die wir innerhalb der Kirche aufhören. Ja, und diese ganzen modernen Katholiken, ich meine nicht modern, dass sie jetzt neu sind, sondern ich meine jetzt diese ganzen Leute, die diese ganzen Ideen aus der Welt in die Kirche hineintragen wollen, die wollen eben genau nicht das. Die wollen die wollen nicht demütig sein. Die akzeptieren nicht so den Glauben, wie er ist. Und das Lehramt, so wie er ist. Oder die 10 Gebote, wo er ist. Die versuchen immer rumzutricksen, um zu sehen, aha, wie kann man die Bibel irgendwie anders belegen. Und das ist nicht das Verhalten Mariens. Und deshalb wird sie abgelehnt. Und deshalb empfehle ich Ihnen immer viel zu Maria zu beten. Immer ihre Sorgen ihr anzuvertrauen. Und seien Sie immer gewiss, sie wird sie hören, ja, und wenn sie nicht demütig sind,
da wird sie dafür sorgen, dass sie die Gnaden bekommen, damit sie immer demütiger werden und sich immer mehr in dieser Tugend Maria, also sie selbst, ähneln. Vielen Dank.